Ja, Florian Happel, Vorsitzender Feuerwehr Rheinau. Genau. Nach 2 Jahren das zweite große Fest, ne? Korrekt, letztes Jahr hatten wir das Jubiläumsfest der Jugendfeuerwehr. Oh, letztes Jahr erst? Genau, letztes Jahr. Okay. Und dieses Jahr steht jetzt 90 Jahre Feuerwehr Rheinau an. Da ist doch einiges los, ne? Genau, wir haben uns von seit über einem Jahr läuft die Planung und haben uns von Anfang an überlegt, dass wir ein bisschen was ändern wollen. Also nicht einfach nur ein Festzelt hinstellen, sondern mit Kinderprogrammen. Wir haben das erste Mal wieder eine Schaustellerfamilie hier mit Kinderkarussell, mit Schnuckbude, mit Krebsstand. Wir haben mehrere Stationen, wo die Kinder halt eben spielerisch das Thema Feuerwehr entdecken können. Ist wichtig für die Nachwuchswerbung. Genau, darum soll es bei unserem Fest eigentlich gehen. Wir wollen gar nicht mal so groß unser Jubiläum feiern, sondern wir wollen alle die feiern, die aktiv sind, die sich ehrenamtlich oder hauptberuflich für andere Leute einsetzen. Ja. Und das versuchen wir mit diesem Fest heute zu beginnen. Also heute ist ja quasi der Kindertag und die offizielle Eröffnung. Genau. So ab 18 Uhr mit viel Reden. Genau, bei uns ist heute der Kindernachmittag. Ab 18 Uhr ist erstmal ein kleines Angebot. Da kostet das Bier mal nur 1 Euro für eine Stunde, Fassanstich. Ab 19 Uhr sind dann die Reden, also der offizielle Teil. Und um 20 Uhr haben wir dieses Jahr als besonderes Highlight die Big Band Battenberg. 15 junge Musiker, die eine wahnsinnig gute Blas- und Schlager- und Partymusik machen. Und die kommen heute Abend und wir haben jetzt schon im Vorverkauf über 400 Karten verkauft. Morgen ist dann der zweite Tag, der beginnt etwas später, 15 Uhr wieder, 14 Uhr. Ja, 10 Uhr. Bitte? 10 Uhr. 10 Uhr mit Gottesdienst. Genau. Und anschließend dann eine sogenannte Blaulichtstraße. Ja. Alles, was rund um Rettung, Aufklärung, Prävention, kann ich mich stolz sein, bin ich auch dabei, zu tun hat. Polizei, genau. Feuerwehr, Apotheke, genau, also ERK. Insgesamt haben wir morgen 18 Organisationen bei uns in Rheinau. Vom Roten Kreuz, Hunderettungsstaffel, ASB Wünschewagen, mehrere Feuerwehren, Frankenberg, Ferrero, die Gemeindefeuerwehren, Gemünden, Polizei, Bundeswehr und noch viele mehr, die mit insgesamt 30 Fahrzeugen nach Rheinau kommen werden, ihre Fahrzeuge vorstellen oder ausstellen und den Leuten erklären, was ihre Aufgaben sind. Ne? Und dann auch so ein bisschen was Praktisches erklären. Und das wollen wir eben nutzen, damit die Leute eine mehr Würdigung bekommen, mehr Anerkennung bekommen und wir vielleicht dadurch auch in allen Organisationen mal wieder ein paar Leute finden, die sich ehrenamtlich engagieren. Deine Jugendwartin, genau. Hat es zurückgezuckt. Habe ich ihr die Zunge rausgestreckt, hätte ja weitergehen können. 120 Helfer, hat sie eben gesagt. Genau. Wo kriegt man die in Rheinau her? Wir haben Gott sei Dank viele passive Mitglieder. Wir haben seit diesem Jahr tatsächlich einen Mitgliederansturm. Das ist auch erstmal gut, weil wir viel, glaube ich, auch einfach neu machen. Gewinnen wir im Moment viele Mitglieder dazu, die heute bei uns helfen. Wir haben aber auch viele Helfer von außerhalb, aus der Einsatzabteilung, aus der Alters- und Ehrenabteilung. Also heute greift jeder irgendwie an und hilft und morgen ganz genauso. Kommune mit dem Bauhof auch. Genau, der Bauhof hat vorher hier das Gelände noch ein bisschen sauber gemacht, Rasen gemäht, die Jahnstraße hergerichtet, das muss ja auch sein. Und die ganzen Organisationen werden uns morgen auch noch ein bisschen helfen. Genau, also wir greifen da alle so Hand in Hand. Nichtsdestotrotz, ein Jahr Planung und wups, ist das ein Jahr auf einmal rum, oder? Das ging ziemlich schnell rum tatsächlich. Wir hatten das Jugendfeuerwehrfest gerade erst abgeschlossen. Also ich glaube 2 Wochen, nachdem das Fest rum war, haben wir schon mit der Planung für dieses Fest angefangen. Sei es Plakate zeichnen, drucken und, Werbung machen. Wir haben ja Werbung im ganzen Landkreis gemacht. Gestern waren wir bei FFH, die Feuerwehr des Tages. Da bei Frechis Freiwillige Feuerwehr Freitag waren wir zum Interview. Die kommen morgen auch. Also wir haben wirklich viel auch an der Werbetrommel gerührt. Jetzt müssen einfach nur noch die Leute kommen. Das wäre schön. Wird man sehen. Wetter natürlich. Top. Ja, ein bisschen Wölkchen könnte sein. Ja. Aber es ist natürlich ein Top-Wetter. Ja. Und auch morgen soll es so warm werden. Danach wird es wieder schlechter. Genau. Also guten Draht zu Florian. Ja, genau. Der Wettergott hat es gut mit uns gemeint. Ja. Das ist auch schön so. Ne? Also ja. wir haben wirklich einen blauen Himmel, Sonne satt. Haben extra aber auch viele Schattenplätze gemacht. Es gibt kalte Getränke, es gibt Eis. Von daher sind wir, glaube ich, alle ganz gut versorgt. Gut, dann schauen wir mal, was der Tag so bringt. Florian Happel, Feuerwehr Rheinau. Vielen Dank. Ja, ich danke.
das mal ein. Da gibt es noch Überraschungen. Geschenke. Komm, wir spritzen ein bisschen. Jetzt aber gemütlich hier, ein Stündchen hier. Ja, man kommt